Inflation, wir alle erleben sie und keiner mag sie. Heute wollen wir ganz genau ausrechnen, wie viel dein Gehalt und dein Vermögen seit 2020 durch die Inflation eigentlich geschrumpft ist und was du heute auch dagegen tun kannst. Damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, die Inflation, die betrifft uns alle. Man merkt es bei jedem Einkauf an der Supermarktkasse, man merkt es an den Zapfsäulen, man merkt es überall im kompletten Leben. Die Preise steigen weiter kräftig an, auch wenn der Anstieg jetzt vielleicht etwas weniger stark ist als noch vor einem Jahr. Die Preise gehen weiter nach oben und erholen sich auch nicht, wie wir in dieser Grafik hier vom Statistischen Bundesamt auch sehr schön erkennen können. Alle Lebensmittel hier in einem normalen Einkaufskorb sind heute im Schnitt 32% teurer als noch im Januar 2020. 32%, das ist unglaublich viel für diese kurze Zeit. Und deswegen müssen viele wirklich sehr genau aufs Geld schauen, merken jede Preiserhöhung, aber ehrlicherweise geht es nicht jedem so in unserer Gesellschaft. Wir haben ein bisschen Milch, Kaffee, Brot gebracht. Wenn wir jetzt hier ungefähr 500 Gramm Kaffee, was glauben Sie, wo liegt der ungefähr? Ich will die Einschätzung nicht sagen. Besonders krass sehen wir das nicht nur an Olaf Scholz, sondern hier die Entwicklung auch einmal im 10-Jahres-Vergleich, bei der sich der Preis der Butter mehr als verdoppelt hat und Eier um 43% teurer geworden sind, auch mit den aktuellen Preisreduktionen, die es wieder im Handel gab. Zahlreiche andere Produkte sind ebenfalls im Preis stark gestiegen, wie Tomaten und Bohnen, die 57% teurer geworden sind, und nur wenige Produkte wie Spaghetti und Mehl haben sich kaum im Preis verändert. Aber um zu verstehen, wie viel dein Gehalt heute wert ist, ist es nicht nur wichtig zu verstehen, ja, wie viel die Lebensmittel kosten, sondern auch die Miete und der Transport, auf die man ebenfalls angewiesen ist. Bei Klamotten, ja, hier kann man vielleicht noch sparen, hier merkt man die Inflation nicht ganz so krass, man muss sich nicht immer neue Klamotten kaufen, aber bei der Miete und beim Auto, hier kann man keine Abstriche machen, hier muss man zahlen. Schauen wir uns deswegen mal hier beispielhaft die Preise für Mietwohnungen beim Makler Engel und Völkers für Frankfurt am Main an, einfach nur als Beispiel. Und im Quartal 1 2020 hat der Quadratmeter hier noch 17,02 Euro gekostet, ist dann auf 18,67 Euro 2021 gestiegen, wieder leicht gefallen, und liegt heute bei 19,87 Euro den Quadratmeter, also ein Anstieg der Mieten um 16,7% in gerade mal 3 Jahren. Sowas gab es bisher noch nicht, muss man sagen. Ist wirklich selten. Viele Mieter in Deutschland haben Bestandsschutz und hier kann man die Miete nicht einfach so mal schnell erhöhen. Aber wenn man in eine neue Wohnung zieht, dann sollte man sich auf einiges gefasst. Und weiter geht's jetzt mit den Autos, auf die viele, ja, muss man sagen, auch nicht verzichten können. Ich ebenfalls auch nicht. Hier sind nicht nur die Neupreise für Autos wichtig, sondern eben auch die Gebrauchtpreise. Hier sehen wir aber mal die Neupreise beim ADAC, bei dem ein Kleinstwagen 35% teurer wurde in gerade einmal 3 Jahren. Von 16.270 auf 21.940 Euro. Also wirklich, wirklich krass in gerade einmal 3 Jahren. Kleinwagen, untere Mittelklasse, Mittelklasse und Co. sind ebenfalls teurer geworden, wie wir hier ganz schön sehen können, rund 12 bis zu 18% hier in der Oberklasse. Aber gerade die ehemals sehr günstigen Autos sind deutlich, deutlich teurer geworden, hatten die höchsten Preisanstiege hier. Als Beispiel für solche Preisanstiege nennt der ADAC auch den Fiat 500, der 2020 noch 13.000 Euro neu gekostet hat und durch den Zwang der EU, jetzt Hybridantriebe in jedem Auto zu verbauen, kostet das Ganze 17.490 Euro und ist so 38% teurer geworden, obwohl man diese zusätzliche Leistung vom Hybridmotor vielleicht gar nicht braucht und auch mit einem 90 PS Auto durchaus zufrieden gewesen wäre. Jetzt ist es so. Auch hört man oft in den Medien, dass die Löhne nach der Inflation gefallen sind, und du kannst dir ja selbst ausrechnen, ob deine letzte Lohnerhöhung die höheren Kosten der Lebensmittel, die um 30% teurer sind, die Mieten, die um knapp 20% teurer sind, oder auch die Autoinflation hier ausgleichen, die du nochmal hier alle in der Übersicht siehst. Aber sehr wahrscheinlich tut sie das nicht. Zumindest noch nicht, muss man sagen. Es kommen ja jetzt Lohnerhöhungen langsam durch, aber trotzdem hat man erstmal Reallohnverluste in den letzten Jahren gemacht, die man jetzt ganz aktiv ausbaden muss. Schauen wir mal, welchen Effekt das laut der offiziellen Zahlen auf dich hat, auf dein Gehalt, und fangen dabei mit einem kleinen Gehalt an und gehen dann etwas höher Stück für Stück. Hast du im Januar 2020 2.500 Euro brutto verdient, müsstest du mittlerweile 261 Euro an Gehaltserhöhung bekommen haben,
um die Inflation alleine auszugleichen, beziehungsweise 10,5% mehr. Das sind die offiziellen Zahlen von der Bundesregierung, muss man sagen. Aber die Commerzbank zum Beispiel spricht von ganz anderen Zahlen. Sie sagen hier, es gibt 18% Kaufkraftverlust seit dem Ende 2020. Also nochmal ja ein kürzerer Zeitrahmen und mehr Inflation als bei der Bundesregierung, fast der doppelte Wert. Würden wir die 18% nehmen, müsstest du rund 450 Euro mehr bei den 2500 Euro brutto bekommen. Nur zum Ausgleich, nicht um mehr zu verdienen, wie gesagt, nur um auf Null zu bleiben. Bei 3500 Euro haben wir prozentual genau das gleiche, beziehungsweise 366 Euro laut offiziellen Zahlen und 630 Euro inoffiziell, die oben drauf kommen müssten. Und bei 4500 Euro wären es 471 Euro laut offiziellen Angaben und 810 Euro inoffiziell. Hast du eine Gehaltserhöhung bekommen, wie die meisten in dieser Zeit, die rund 10% im Durchschnitt ausmacht, hast du trotz ja, 18% Inflation einen Reallohnverlust, wie wir hier auch nochmal ganz schön sehen, und kannst das Ganze auch einfach mal selbst im Rechner eingeben und prüfen. Ich habe dir das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinkt, ist auch kostenfrei zugänglich. Jetzt kommen wir mal vom Gehalt zum Vermögen. Hast du ein Vermögen von 10.000 Euro Anfang 2020 gehabt und sagen wir mal einfach nur in Bargeld investiert sozusagen, so ist dieses heute nur noch 8.200 Euro an Kaufkraft wert. Das gleiche Bargeld, das einfach nur rumlag und vielleicht auf die richtige Chance gewartet hat, die dann aber nie kam. Da können auch die anziehenden Zinsen auf Kontoguthaben von Trade Republic, Check24 Bank und Co. leider auch keinen großen Einfluss drauf haben. Die Inflation frisst das Ganze schneller weg, als die Zinsen hier gutgeschrieben werden können. Wie wir hier in dieser Grafik sehen, hat das Zinssparen in den letzten 10 Jahren immer einen Vermögensverlust nach der Inflation erwirtschaftet. Und wie wir alle wissen, wurde es 2021 und 2022 nur noch schlimmer, die hier ja leider nicht zu sehen sind in dieser Grafik, bei dem realen Verlust. Man muss aber auch sagen, manches Geld muss man auch einfach risikofrei investieren und dann diesen Verlust hier akzeptieren, wenn man zum Beispiel von der persönlichen Reserve redet. Die habe ich persönlich auch auf einem ganz normalen Konto, wo es dann eben Kaufkraft verliert, aber eben sofort innerhalb von Sekunden für mich verfügbar ist, wenn ich das ganze Geld brauche. Langfristig investiere ich aber deswegen in Aktien und ETFs an erster Stelle, um hier eben keine Kaufkraft zu verlieren. Wie wir hier sehen, ist das beim MSCI World trotz aller Rückschläge und Krisen langfristig sehr gut gelaufen im Renditedreieck. Wer hier 2002 zum Beispiel eingestiegen ist und 2022 verkauft hat, der hat eine durchschnittliche Rendite von 6% eingefahren. Und wie wir hier schön sehen, wird die Farbe immer grüner, der Gewinn immer sicherer. Je weiter wir hier nach unten in den Jahren gehen, je länger wir investiert bleiben, desto eher machen wir hier auch Gewinne. Und wenn du das Ganze schon kennst und lieber erfahren willst, welche Aktien Warren Buffett eigentlich letztes Quartal genau gekauft hat und verkauft hat, das Ganze wird nächste Woche veröffentlicht und wir drehen auch direkt ein Video dazu. Damit du eben ja das Ganze sofort erfährst, lass mir dafür ein Abo da und ein Like, um das Ganze nächsten Sonntag nicht zu verpassen. Und falls du noch am Anfang deiner Investmentkarriere bist, mach hier doch mit dem aktuellen Sparplanvergleich weiter und sag mir unten in den Kommentaren, was du zur Inflation denkst. Ist sie jetzt vorbei? Geht's noch weiter? Ich freue mich auf den Austausch unten in den Kommentaren und wünsche dir damit eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.